Hey zusammen, heute dreht sich mal alles hier um den kleinen Kraftprotz, den OKW-10 mit den 8 Vor- und Nachteilen, die dieses Gerät so mit sich bringt. Wer nicht alles schon mal von euch eine Schaufel geschwungen hat und sich überlegt hat, das geht aber bestimmt auch leichter, der wird hier, denke ich mal, an der richtigen Stelle sein. Ist dieser Bagger eine Bereicherung für kleinere bis mittlere Aufgaben oder sollte man sich da doch anderweitig umsehen? Die Fragen versuche ich euch heute zu erklären, beziehungsweise zu geben, wie auch immer. Und ja, wenn wir anfangen, wa? Werden wir mal mit den Vorteilen anfangen. Lieber schlecht gebaggert als gut geschippt. Das ist erstmal ganz oben. Also wenn ich so überlege, die ganzen Wurzeln, die ich rausgebaggert habe, wie viele Stunden das wären mit der Schippe oder so. Oh mein Gott, Alter. Nee. Da ist das hier schon ganz schnucklig. Vorteil Nummer 2 ist, dass der Motor, den kann ich jetzt leider nicht höher heben, der ist so unglaublich sparsam, also ich glaube, der braucht Stunde, Halbjahrs, unter einen Liter. Gut, man baggert nun auch nicht so viel, ne? Also man hat ja keinen langen Graben, den man aufzieht und macht und tut, sondern ist ja mehr auf entspannt, sag mal. Also ist auf jeden Fall sparsam. Vorteil Nummer 3 ist, die Verarbeitung ist eigentlich ja nicht mal so schlecht auf den ersten Blick, wie man denkt. Sag mal, ist alles gut schön gerade. Die ganzen Lagerungen haben eigentlich kein Spiel, auch nicht hier an dem Daumen oder so. Das ist sozusagen alles straff, aber auch nicht zu straff. Die Schmiernippel, alle gut, die erfüllen ihren Zweck. Das Fett kommt da raus, wo es rauskommen soll. Auch alles in Ordnung, sag ich mal. Ne? Ja, Vorteil Nummer irgendwas, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich glaube 3. Nee, 4. Vorteil Nummer 4. Der kleine Kopfmotor ist eigentlich gar nicht so laut, wie es die Videos so aufzeigen, sag ich mal. Also ist. Er hört sich auch nicht anders an als ein Goldoni Zweizylinder, also von daher. Auch spannend, so Halbjahrs. Da läuft er so schön rund und so angenehm sonor, sag mal, dass es eigentlich gar nicht so nervt. Nur wenn er eben ein bisschen gefordert wird, sag mal, dann ist es so, dass er dann mal so ein bloßlässt, aber stört überhaupt gar nicht. Die eigentliche Materialanmutung, sag mal, ich bin hier gelernter Zerspannungsmechaniker, wirkt auf mich eigentlich auch in Ordnung. Nun kann ich nicht unterm Lack gucken. Der Lack ist auch recht stabil, muss ich mal sagen. Das konnte man sehen an den Löffeln, sag mal. Ich habe den mittleren und den schmalen drauf gehabt. Alles gut. Alles super. Jo. Auf den ersten Blick. Man kann nicht drunter schauen, ne? Ob hier irgendwann mal irgendein Fahrmotorantrieb aussteigt oder irgendein Lager kommt. Na gut, davor ist man nie gefeit. Das ist alles möglich mit der Zeit. Auch der Motor zieht gut durch. Ich weiß nicht, wie viel PS der hat. 7, 9, 11. Spielt doch eigentlich keine Rolle, sag mal. Hauptsache, der macht mit der Ölpumpe seinen Job und dann ist gut. Wegen mir kann er 3 PS haben, wenn er die gleiche Arbeit macht. Warum nicht? Ne? Warum 20 PS einbauen, wenn er die ja nicht umsetzen kann, weil er sich nur aushebt und du mit dem ganzen einmal umkippst? Ne? Das ist ja komplett ausgedacht. Also lieber gemach, als mit dem Geschoss auf der Seite liegen, sagt man so. So, kommen wir mal zu den Nachteilen. Also übelster Nachteil, das, was man gleich merkt am ersten Tag, ist dieses Dach. Also wer sich das auch immer ausgedacht hat,
Der muss auf ganz was Üble gewesen sein. Es ist hier unten verschraubt und hier verschraubt an dem eigentlichen Bedienpodest oder wie man das auch immer nennt. Oder Pult. Und wenn man jetzt baggert, also den Arm nach oben oder nach unten macht, dann wackelt der Bagger so ein bisschen. Dann wackelt dieses unglaublich schwere Gestell hier vom Dach. Und zugleich auch dieses Pult, wie man sieht. Und wenn man sowieso schon mit Fingerspitzengefühl sitzt und den Arm langsam bedienen will, wegen dieser direkten Steuerung, ist es so, dass das eigentlich gar nicht möglich ist. Und man in so einen Stuhl gerät aus Shaking und More Power, Babe. Ist wirklich. Also normalerweise müsste man das hier hinten abstützen. Hier hinten hast du auch vier Schrauben drin, sag mal. Ein Stahlbech angeschraubt, ein Rohr nach oben gesetzt oder hier so rum und hier hinten angeschraubt. So eben, dass man das hier noch öffnen kann. Und dann ist es gut. Also ich sag mal, für einen geübten Menschen, der etwas mit Stahl kann und ein bisschen schweißen kann, ja, keine Ahnung, 3 Stunden Arbeit. Ne? Für den Laien steckt er einfach ein Stück Holz hier drin, was hier oben abstützt und hier so greift, dann ist das auch gut. Ne, also, weiß ich nicht. Warum? Es geht nicht. Es geht, wenn man wirklich vorsichtig arbeitet. Ist so wie das. Die Fahrmotoren könnten ein bisschen schneller laufen, sag mal. Das ist so, man überlegt sich wirklich jede Fahrt dreimal. Bring ich jetzt mal den Stamm nach da oder packe ich mir lieber auf die Schubkarre und werde wegfahren? Also, das ist einfach zähes Arbeiten, ne? Aber es geht auch. Das ist jetzt Stöhnen auf hohem Level. Was ist denn hier noch von Nachteil? Lass mal überlegen. Schwenken ist super. Der Baggerfinger ist super. Löffel hoch runter ist super. Nur eben Arm hoch runter mit diesem Dachgestell Hölle. Absolute Hölle. Wird man es abschrauben? Ohne Probleme. Ne? Aber wer ist schon gerne unterwegs ohne Dach im Wald? Ich nicht. Wenn du da mal irgendwo hinkommst, gegen den abgestorbenen Baum und dir fällt so ein Gerät auf den Kopf da, so ein Ast, nicht cool. Ich habe ein Video gesehen aus den USA, ganz schlimm. Also den hat sie oben alles zerkloppt und der ist so quer eingerastet, dass er nur einen Streifschuss hatte an der Schulter. Also, ohne Helm, nicht so cool. Wenn ihr eine Weile gefahren seid oder gearbeitet habt, und das Öl hat schon eine gewisse Betriebstemperatur, sag mal, dann merkt man, wie die Fahrmotoren an Kraft verlieren oder überhaupt das System an Kraft verliert. Und es ist aber auch nicht so, dass wir 8 Stunden durchbaggern, wie die Öhren rinnen raus aus dem Rahmen, sondern die geht immer lang hin. Ne? Also gestört hat es mich beim ersten Mal, wo ich glaube so 5-6 Stunden gearbeitet habe, da habe ich gemerkt, wo ich wieder runtergefahren bin, dass das Ding wirklich zäh lief. Steigung, hoch, super, ne, hoch ohne Probleme, der hat echt Kraft. Und das waren Steigungen, keine Ahnung, von der Gradzahl 20, irgendwie, war in Ordnung. Jo, das Schild, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber ich denke mal, jeder weiß, was ein Schild ist, könnte ein bisschen weiter rausstehen, also so 20 cm. Das würde dem ganzen Bagger ein bisschen mehr Standfestigkeit geben. Sag mal, weil etwas größerer Winkel und so weiter und so fort. Also könnte etwas länger sein. Die Breite, ja, vielleicht auch ein bisschen breiter, so dass es über die Kette wäre. Sag mal so,
jede Seite so 10 cm wäre auch nicht so doof. Aber gut, jetzt schließt es ab, alles gut. Die Schläuche sind wie beworben, ja, im Arm verstaut alle. Nun ist aber auch die Frage, sag mal, wenn man oft mit dem Schwenkarm arbeitet, wie verkraften das hier unten diese ganzen Einführkanäle, wenn die Schläuche da rumrubbeln? Also, die sind zwar alle glatt und so, also da würde ich mir auf jeden Fall, oder da werde ich mir auf jeden Fall noch was rumlegen, irgendwas, was das ein bisschen hilft. Wenn hier oben Stahlrohr drauf wäre, wo die Schläuche dann nur so kurz angeschlossen wären, wäre bestimmt cooler. So haben sie sich das einfach gemacht, sag mal. Was man nicht sieht, ist eben nicht zu sehen. Schläuche wechseln steckt mir auch sehr abenteuerlich vor, sag mal. Wenn man hier mal einer durchrubbelt oder so, dann kannst du den ganzen Spaß hier eh mal durchziehen, hier oben ran. Aber ich denke mal, das Auswechseln, das ist auch bloß eine Sache von Minuten, wenn man sich damit ein bisschen auskennt. Kurzum muss ich sagen, dass ich mit dem Bagger sehr zufrieden bin. Der tut, was er soll. Der macht seinen Job. Und ich meine, ich habe hier noch einen Allradschlepper zu stehen, kleben. Der wird zweimal im Jahr rausgeholt, weil ich oft höre, ja, wieso holst du dir für zwei, dreimal im Jahr so einen Bagger? Ich sage, ja. Genau. Ja, ich mir den ausleihe und mir den anliefern lasse oder mir den alleine hole, mir dafür extra noch einen riesengroßen Hänger bestellen muss oder irgendwas. Oder manchmal ist er auch mit inkludiert im Preis oder so. Da habe ich lieber so einen alleine und weiß, was ich habe und ich kann ihn rausnehmen, wann ich will. Das macht einfach mehr Sinn in meinen Augen, als sich ihn zu mieten. Wenn man die halt über hat, sag mal so, mehr oder weniger, haben wir eigentlich schon mal über den Preis gesprochen? Nee, wa? Also der hier kostete in Deutschland vom Händler 5.600 und ein paar zerdrückte. Hat mir angeliefert, weil oben eine Ecke hier und da braucht man nicht nachdenken. Da braucht man wirklich nicht nachdenken. Also ich habe hoch und runter gesucht nach gebrauchten Teile. Die waren alle mehr so semi oder vom Preis her da, wo man denkt, was? Also hiermit zufrieden habe ich eigentlich alles. Wenn ihr mehr solche Bagger-Vibes-Videos sehen wollt, dann schreibt es mal in die Kommentare. In den nächsten Tagen treffe ich mich mit dem Verkäufer. Ich will nämlich mal ein Video drehen von dem, den er jetzt gerade inseriert. Das ist einer mit einer Vorsteuerung, also da ist das alles hier oben und alles ein bisschen smoother. Der hat ein Dach, was auch hinten abschließt sozusagen. Also eine Einheit am Rahmen verschraubt und vom Bedienturm entkoppelt. Ne? Ja, ein Nachteil, was eigentlich ja kein Nachteil ist. Der Gasbautenzug ist so verlegt, dass wenn die Haube unten ist, der Bautenzug, hört ihr mich noch? Ja. Der Bautenzug auf dem Schalldämpfer liegt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich mache mal noch ein nahe Video mit dem Handy, wo man, wenn man da auf Bock hat, auch noch mal ein bisschen nachbessern kann. Und zwar, ich werde es jetzt einblenden. Seht ihr die die Muttern von der Motorlagerung? Die sind einfach aufs Alu angeschraubt und zwar ohne jegliche Unterlegscheiben. Finde ich ein bisschen crazy. Also da werde ich mir noch adäquate Unterlegscheiben unterbauen. Letztens ein Kollege, der einen ähnlichen Motor hat wie ich,
geschrieben oder gesagt in seinem Video, dass der kein Ölfilter hat. Doch hat er. Und zwar ist der unter genau dieser Ablassschraube da. Also so richtig nicht hier die Ablassschraube in schwarz, sondern das Ding da mit dem Stahlring dahinter. Ich kann er jetzt nicht mit der Hand aufzeigen, aber ich kann ja mal da. Ne? Und zwar sieht der so aus. Einen Moment. Nein, ich muss revidieren. Seht ihr dieses Ding hier? Da ist der Ösi vom Motor. Ist zwar auch rudimentär, aber der sitzt da drin. Also sprich, die eigentliche Ablassschraube, obwohl man das ja eigentlich auch vielleicht als Ablassschraube sehen könnte, sag mal, das ist der Ölfilter von genau diesem Kopfmotor. Ja. Ansonsten, hier sind die Schrauben, die man nutzen kann, um da ein zweites Rohr anzubauen. Unter Umständen reicht es für ein Rohr. Ansonsten, Materialermutung. Sieht alles picobello aus. Ist da Schmutz dran? Ne? Was soll denn das? Also, kann man nicht meckern. Ne? Und nein, das ist kein Verkaufsvideo. Ich werde davon nicht bezahlt. Ich habe den selbst bezahlt. Ich habe ihn selbst gekauft. Ich glaube, den OKW 10 gibt es auch gar nicht mehr. Jo. Das soll es mal gewesen sein. Wenn ihr Lust habt auf mehr solcher Bagger-Videos, lasst es mich wissen. In diesem Sinne, lasst dem Daumen unbedingt ein Video nach oben da. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.